Wir sind zurück mit der nächsten Partie. Und es ist grell. Wir haben Leibchen, ganz ungewohnt hier im Freeway Cup. Trikotwahl war heute aber nicht anders möglich. Beim Duell Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. So lautet unsere nächste Partie. Nordrhein-Westfalen gegen Hessen. Auch hier haben wir die unterschiedlichen Regionaltöpfe im neuen Modus. Und haben ja auch einen Nationalspieler auf der Platte, und zwar im Dienste von Eintracht Frankfurt, Finn Otto. Sein Name trägt die Trikotnummer 4. Also auch hier können wir gut und gerne darauf achten, auf die Nummer 4 bei Eintracht Frankfurt. Das war gut gespielt. Konterversuch für die Hessen. Guter Versuch, Abpraller bleibt noch mal da. Und jetzt ist er aber dann doch drin. Hüseyin Bakirsu mit dem 1:0 für die Frankfurter. In diesem Spiel trifft der Tabellensechste der Westfalenliga, die Schalker, auf den Tabellenfünften der Hessenliga. Also zwei Teams im oberen Mittelfeld in der jeweiligen Liga, während hier der nächste Schussversuch kommt von Vassilos Pavlidis und dann der Abpraller im Tor. Hier sehen wir es nochmal. Die Bogenlampe noch gerade so gehalten und dann netzt Frank Tehe entspannt ein. Top-Torschütze der Schalker mit 4 Saisontreffern in 10 Spielen. Also auch hier gleich mit dem Tor für die Königsblauen. In Weiß mit gelbem Leibchen. Oh, Tehe verliert hier den Ball, geht nicht entschlossen genug entgegen. Schlussversuch aus der Distanz. Da ist Tehe wieder. Mit einem Solo, guter Ball. Wieder Tehe, aber im letzten Moment geblockt. Ja, leichte Proteste, dass der Ball eventuell außerhalb war. Läuft alles entspannt weiter, das war ein guter Ball. Und da war ganz wichtig, dass Schalkes Nummer 1 Maximilian Braune da zur Stelle war. Ansonsten hätte es wieder geklingelt im Kasten. Der Schalker. Die Frankfurter kehren nach 5 Jahren Abstinenz zurück. Letzter Auftritt beim Freeway Cup im Jahr 2013 ist die 8. Teilnahme. Bisher schafften sie es, weder den Cup zu gewinnen, noch in einem Endspiel. Die Schalker mit der 14. Teilnahme. Einmal waren sie im Endspiel, gewinnen konnten auch sie den Freeway Cup noch nie. Insgesamt ja 11 verschiedene Sieger bei den 18 Ausgaben, Rekordgewinner, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, war oder ist Hertha BSC Berlin dicht gefolgt vom VfB Stuttgart. Die Frankfurter haben in der Liga ja schon so ein kleines Defensivproblem. Sind Tabellenfünfter, 32 zu 27 Tore. Haben damit die schwächste Defensive unter den ersten 9 Mannschaften, teilweise mit großem Abstand. Drittbeste Offensive der gesamten Liga, aber wie gesagt, von Platz 1 bis 9 die meisten Gegentore. Das zeigt dann so ein bisschen, warum man vielleicht nicht ganz oben anklopfen kann. Ist da guter Versuch. Spitzer Winkel, überhaupt kein Problem.
für den Spieler der Schalker. Es müsste Moritz Theobald gewesen sein. Im Gegenzug war eine ganz wichtige Parade hier von Maximilian Braune. Bayerns für Königsblau. Das ist der Trainer der Hessen, Anwar Daou, 37 Jahre, Deutsch-Marokkaner, A-Lizenzinhaber. Seit 1.7.2014 bei Eintracht Frankfurt. Vorher war er U17-Trainer bei WN Wiesbaden. Also in Hessen aktiv, der 37-Jährige. Hier nochmal der Schussversuch und klasse gehalten hier. Von Elias Börtner. Schalke hier mit dem fliegenden Torwart in der gegnerischen Hälfte, ja, die 4-Sekunden-Regel aufgehoben. Jetzt wird spannend, weil das Tor leer ist, aber Schalke bleibt im Ballbesitz und somit alles entspannt. Das war ein wunderbares Solo! Und Yusuf Keskin, das ist der zweitbeste Torschütze der Schalke in der Liga. Vollendet. Hier sehen wir es nochmal hinterm Tor. Wunder ins lange Eck und da gibt es Applaus vom Mitspielern und Betreuerstab. Während jetzt schon Trainer Robin Wilke die nächste taktische Besprechung macht mit den Jungs. Hat sie da gerade zusammengerauft mit der Truppe und korrigiert nochmal ein paar Highlights. Da sehen wir es, wunderbar. Nächsten Korrekturen. Der 27-jährige Trainer ist seit dieser Saison im Amt, kam vom SC Paderborn und jetzt U16-Trainer bei Schalke 04. Ball rausgespielt. Klasse gemacht. Wunderbar gespieltes Tor. Pavlidis hier mit dem Treffer. Nach einem wunderbaren Direktspiel. So soll Halle aussehen. Rausgelegt, Doppelpack gespielt, ab ins leere Tor eingeschoben. Und da freut er sich. Da dreht er ab, da kommt die Faust. 4-1 dürfte die Vorentscheidung gewesen sein in dieser Partie. Schalke macht einen stabilen, macht einen guten Eindruck. Körperlich präsent. Das Duell in der Ecke. Ball abgelegt, Schussversuch, aber wieder geblockt. Ja, sie sind hellwach, sie geben keinen Ball auf. Wunderbar gespielt, nächster Treffer. Bleron Krasniqi. Wird das ein bisschen bitter hier für Frankfurt. 5-1. Und das im ungeliebten Gelb. Das werden sie. Das wird dir nicht gefallen. Jetzt der Blackout vom Frankfurter Keeper. Pfosten, Abpraller. Ball. Aber soweit. Entschärft. Jetzt das Duell in der Ecke nochmal mit der Hacke gelöst. Gibt Freistoß für Frankfurt. Schalke auch in Dettelbach. Aktiv beim No Cup. In der Zwischenrunde ausgeschieden. Haben da übrigens gegen Eintracht Frankfurt, den Gegner von jetzt, mit 3-1 verloren. Also ist schon sowas wie eine Revanche. Draußen in der Saison. Ja, es ist eine mittelmäßige Saison. 3 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen. Das heißt, positiv formuliert sind sie 70% ihrer Ligaspiele ungeschlagen. Haben aber auch nur 30% gewonnen. Erzielen hier aber den nächsten Treffer zum 6-1. Torschütze Imad Aweimer. Boah, bittere Packung hier. Im ersten Spiel. Es muss noch nichts heißen, das soll gar nichts heißen. Aber von Schalker Seite ist es mal ein kräftiges Ausrufungszeichen hier.
Weiter Ball. Ja, die haben Bock, die wollen rauf wieder. Die wollen nicht ausgewechselt werden. Die hier sehen dann doch etwas geknickt und reservierter aus. Wenn es nicht traurig, die nochmal aufzumüssen. Das waren schon die unterschiedlichen Körpersprachen beider Mannschaften. Kein Wunder bei dem Spielstand. Hier 1 Minute 20 vor Ende der Partie. So, gibt es hier noch einen zweiten Treffer für Frankfurt? Aber immer noch gar nicht freigegeben. Abstände und so weiter müssen alles geregelt werden. Ein Schiedsrichter ist in der Halle auch ein Stück weit Verkehrspolizist. Jetzt nochmal der Hinweis auf Pfiff. Abstand wird eingefordert. Alles wird gut. Wir kriegen das hin. Frankfurts Ali Lune will den Ball jetzt vollenden. Aber nein, da ist Lukas, der Maximilian Braune. Jetzt hätte ich fast den Physiotherapeuten der Schalker zum Torwart gemacht. Ja, zum Genießen, Schaulaufen für Schalke, 6-1 Führung. Klare Ziel, noch einen siebten hinterherzulegen. Halbe Dutzend ist schon voll. Abgefälschter Ball, es gibt nochmal Eckball. Das intensive Duell an der Bande, genau. Gut zu sehen hier. Nochmal Freistoß für die Eintracht. Oh, da ist da viel Pass. Jetzt nochmal die Vorlage und der Treffer sitzt. Bleron Krasniqi zum 7:1. Das ist ein Brett. Das ist eine Packung. Nochmal schön quergelegt und dann vollendet. Und da sehen wir noch rechts. Auf der Bank der Frankfurter war die Begeisterung schon mal höher. Und noch 10 Sekunden auf der Uhr. War eben wieder angehalten. Jetzt auch. Ja, 4 Sekunden waren um. Frankfurt verliert nochmal den Ball. Letzte Möglichkeit. 4 Sekunden vor dem Ende. Schussversuch. Abpraller. Und jetzt ist vorbei. Die Schalker verprügeln Frankfurt mit einem satten 7:1. Wir gehen ab in die Highlights und auch da dürfte es einige von geben. Gegen Eintracht Frankfurt präsentiert von Harting Pushing Performance.